Hallo Leute, herzlich willkommen zum Teambuilding von Spieltag 11 aka der zweiten Meisterrunde gegen den guten Kuscher und seinem Team Grippebärchen. Das Team besteht inzwischen aus einem Diotesto, einem Shadrago, einem Galar-Smogmog, einem Frostedie, einem Voltenso, einem Kapaloris, einem Lepumentus, einem Relikant, einem Gaunux, einem Torracat und einem Dummiesel. Man muss sagen, ich muss ehrlich gestehen, anfangs dachte ich, dass Kusha sein Team schlechter tatsächlich gemacht hat, weil er sehr viel Speed aus seinem Team genommen hat. Ja, ich bin ehrlich, jetzt so, wenn ich so drüber oder beim Teambuilding habe ich gemerkt, eigentlich hat das die Probleme nur ein bisschen anders gedreht und das Matchup ist irgendwie immer noch nicht besser geworden. Also ich habe immer noch meiner Meinung nach ein echt beschissenes Matchup. Ich bin bei diesem Matchup wirklich ein bisschen traurig, dass ich Indeedee rausgehauen habe. Weil ich dachte, den brauche ich. Also, Indeedee wäre jetzt in dem Matchup echt geil gewesen. Es gibt zwar einige Mons, die ich wirklich kacke bei Kusha finde gegen mein Team. Ich finde Gaunux nicht wirklich gut. Ich finde auch Relikant meiner Meinung nach nicht so gut. Wobei der auch noch irgendwo okay ist. Ich finde Torracat und Dummiesel sind nicht so mega gut. Weil ich finde, dass seine anderen. Also, das waren jetzt die vier. Weil ich finde, dass seine anderen sechs Pokémon. Also Geotesto, Drudigan, Weezingalar, Lepumentas, Voltenso und Kapaloris in der Kombination unfassbar gut gegen mich sind und eigentlich alles in meinem Team handeln. Also, was mir natürlich aufgefallen ist, Flying Spam ist wesentlich effektiver jetzt gegen Kushas Team geworden, weil ein defensives Raichu potenziell wegfällt. Genauso wie Frostless ist schlechter geworden gegen mein Team, was Rotom Fan besser macht. Stimmt, Frostless habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich wusste doch, ich habe einen Mon vergessen. Frostless ist meiner Meinung nach gegen mein Team schlechter geworden tatsächlich, einfach weil Kang existiert und Frostless hat eigentlich nicht wirklich gut die Möglichkeit, da drüber zu kommen. Trotz allem kann Frostless immer mitkommen wegen dem Speed und wegen Spikes. Deshalb mache ich mir da nichts vor. Es ist immer noch eine valide Option. Ich sehe aber trotzdem die ersten sechs. Ich kann auf jeden Fall sehr, sehr gut Airslash gegen das Team spammen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, da kommt halt Lepumentas mega gut rein. Manectric ist relativ schnell. Baut gut Druck auf mit Donnerblitz, Voltwechsel, Flammenwurf alleine schon. Ich habe da auch überlegt, Mediras extra wegen dem mitzunehmen, weil wir dann auch nochmal die Schallwelle immunisieren würden und eigentlich alles resistieren, was der einsetzt. Ja, und dann kommt nämlich das Problem, dass dann Geotesto steht, wogegen Mediras nicht wirklich was macht. Wir könnten zwar im Endeffekt ein Taunt-Set spielen, aber es bringt mir nicht wirklich viel, weil Galar Weezing noch da ist und physisch alles abfängt. Speziell fängt Lepumentas das meiste ab, was Rotom Fan abfeuern will. Physisch wird Sneebel ganz gut von Weezingalar abgefangen. Also er hat irgendwie in irgendeiner Form immer einen echt guten Check. Rocky Helmet ist ein potenziell super nerviges Item, muss ich sagen. Und ich habe wirklich lange überlegt, wie baue ich überhaupt grundsätzlich gegen das Team. Ich bin sehr schnell zu dem Schluss gekommen, defensiv gewinne ich das Matchup definitiv nicht. Kangama macht gar keinen Progress gegen Throw, außer Throw eigentlich Rest zu geben, wenn ich den Bulky spiele. Garbodor verliert die meisten Matchups eigentlich auch, außer ich spiele wirklich Acid Spray. Und Acid Spray braucht immer eine ganze Weile, um in die Runden zu kommen. Und dafür hat er dann doch zu viel gute Coverage gegen den Boy, als dass der so richtig viel raushauen kann. Aber der wäre noch eine defensive Option. Sandama muss die Rolle einnehmen, Manectric zu checken. Das heißt, physisch kann der gar nichts abfangen. Wie gesagt, Mediras würde Manectric zwar checken, aber da ist halt Claydol, Weezingalar, Throw knockt den. Also alles irgendwie Kacke. Magma kann nicht wirklich bei Drudigan durchbrechen, dass der wirklich viel macht. Somit sind für mich schlussendlich, tatsächlich muss ich gestehen, gar nicht mal so viele Pokémon übrig geblieben, weil diese Sechser-Konstellation so hart in meinem Kopf drin ist, dass ich mich sehr stark auf die fokussiert habe. Nebenbei kriegt mein Team aber auch Mons wie Frostless, Dunspurs, sowie das, Ah, Torracat eigentlich, meiner Meinung nach, sehr gut gehandelt. Relikant und Gaunux kriegen wir auch noch hin, aber ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, die mehr oder minder stärker zu ignorieren, weil ich mir dachte, wenn ich das Matchup gewinnen will, muss ich mich darauf fokussieren, womit ich stark rechne und musste halt ein knackiges Team bauen, um dagegen zu gewinnen. Als erstes haben wir, glaube ich, wie beim letzten Mal, ein Walbahn-Sneebel dabei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das 1 zu 1 dasselbe Set ist. Es könnte sein, wir haben auf jeden Fall Abschlag, Icicle Crash, Dreifachachse und Eisschad. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir da Psycho Cut gespielt.
Oder hatten wir da einen Low-Kick dabei? Ich bin mir gerade unsicher, was wir beim letzten Mal dabei hatten, weil ich glaube, Ice Shard hatte ich auch sogar actually nicht dabei. Deshalb, ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, Ice Spam funktioniert sehr, sehr gut gegen Kushas Team. Er hat ein paar, was heißt ein paar? Er hat halt das Frostless als Resistance, was keine Resistance ist, gerade dadurch, dass ich banned bin. Thoracat wäre mehr oder minder ein Switching, kriegt halt einen Knockoff ab, aber nicht mega geil. Relikant wäre noch ein ganz guter Switching. Da habe ich einfach gehofft, oder ich hoffe einfach besser gesagt, dass der nicht mitkommt, weil ich habe gar keinen Bock auf den. Deshalb habe ich überlegt, ob ich Low Kick extra wegen Relikant spielen soll. Aber ich finde, Relikants Matchup ist durch meine Switches nicht zwingend irgendwie besser geworden. Auch nicht unbedingt schlechter, aber auch nicht besser. Sneeble ist das schnellste Mon auf dem Feld, abgesehen vom Scarfer, was ich schon mal sehr nice finde. Denn Kusha hat kein Sticky Web. Ich habe gerade irgendwie im Kopf, er hätte davor Sticky Web gehabt, aber was soll's. Wir wollen halt böllern mit denen. In den meisten Fällen werden wir wahrscheinlich Eisabfrage drücken. Wenn ich weiß, wer der Rocky Helmet User ist und den versuchen wir möglichst schnell rauszukriegen, werden wir potenziell durchaus schnell auf Dreifachachse wechseln. Weil wir damit ein physisch-defensives Geotesto, glaube ich, nahezu two-shotten können. Und das ist halt der beste Move, den wir halt raushauen können gegen den. Also Dreifachachse ist, wie auch schon in der Hinrunde, eigentlich ein recht guter Move, meiner Meinung nach. Mit Ice Shot haben wir nochmal eine gute Prio, die wir gegen Kapaloris brauchen können. Also Sneeble, ein schneller Mann, ein schneller Bursche, der super gut sein kann. Dann haben wir noch unser Morbile heute dabei. Morbile ist in einer komplett offensiven Variante. Wir sind Max Speed, weil ich glaube, wir hätten einen Punkt weniger gehen können. Aber ich dachte mir, komm, wenn er darauf Speed creept, dann sind wir in Speed Time mit dem 112er. Boys in Max Attack. Wir spielen Iron Head, Play Rough, Sucker Punch und Protect mit Leben Orb, Sheer Force. Denn Kushas komplette Offensive, aka, also ich meine nicht Offensive, sondern S-Tier, wird von Steel Fairy auseinandergepflückt, was sehr gut ist. Und allgemein hat das Team nicht wirklich ein Steel Fairy Switchen, außer Thoracat. Deshalb bin ich schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich diesen Protect abändere in sowas wie Rock Slide, damit wir das Thoracat erwischen. Gleichzeitig ist natürlich Protect ein Vorteil, dass ich Regen nochmal stallen kann. Sucker Punch ist natürlich sehr wichtig, damit wir Kapaloris hitten können, als auch gegen sowas wie Frostless immer nice und allgemein auch gegen Manectric, welches wahrscheinlich als Spexer kommen wird, um den richtig nochmal eins reinzuzimmern. Protect ist außerdem gut, wenn Manectric kommt, dass wir scouten können, fällt mir gerade auf, deshalb finde ich Protect eigentlich super auf diesem Set, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich glaube, es kommt ein gelocktes Manectric. Es kann auch sein, dass einfach nur Magnet Manectric oder so kommt, halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier, wir haben halt Max Speed, damit wir Druddigan outspeeden. Sollte irgendjemand Speed creepen auf den Speed Creep auf Druddigan, dann wären wir, also, dann geht man auf 112, weil ich, also Druddigan kommt auf Max Speed 110. Das heißt, ich könnte mit Morbile auf 111 kommen und bin jetzt einfach auf 112 gegangen, weil es Max Speed ist. Kusha wird wahrscheinlich einmal auf die 113 gehen, aber sollte er das aus irgendwelchen Gründen nicht machen, habe ich mich für die 112 entschieden. Der Rest Max Attack, hier in die Defensive und das war's. Mawile so offensiv sehr viel Druck machen. Das ist zusammen mit mit Sneasel unser physischer Breaker. Die helfen sich so ein bisschen gegenseitig, wobei Thoracat so ein bisschen ein gemeinsamer Feind von beiden ist. Und ich hoffe einfach, dass der nicht mitkommt, bin ich ehrlich. Ich glaube auch dadurch, dass Kusha ja natürlich sehen wird, dass ein offensives Mawile sehr gut gegen ihn aussieht. Gerade mit Sucker Punch. Das wird er natürlich wissen. Dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass Lepumentas als auch potenziell sogar Weezingalar hier in der Speedy-Variante kommen, um immer Max Speed Mawile zu outspeeden. Das heißt, denen fehlt schon mal ein bisschen der Bulk, was für mein Choice Specs Rotom Fan sehr gut ist. Denn ich habe ja die ganze Zeit geredet von Flying Spam, dementsprechend müssen wir auch Flying Spam betreiben. Erstmal stricken wir eigentlich blind gegen das Team. Ich sehe eigentlich keinerlei Form Drawback. Auch wenn Manectric kommt. Der Airslash macht immer mindestens, glaube ich, ein Drittel, weil Manectric halt keine Defensivwerte hat. Das Beste, was halt reinkommt, ist meiner Meinung nach ein AV Claydol oder Claydol halt im Allgemeinen. Und ich hoffe einfach, dass das Teil halt speedy unterwegs ist und dadurch defensiv nicht ganz so krass aufgestellt ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ansonsten, ich bin halt echt, also Volt Switch ist so ein bisschen Deko da, weil auf Volt Switch kann ich mich im Endeffekt auch nicht wirklich locken, beziehungsweise es drücken, weil wenn mein Manectric reinkommt und ich den auf plus 1 lasse, dann kann ich auch gleich Tschüss, guten Tag sagen. Shadow Ball ist halt für Claydol da und ansonsten brauche ich natürlich noch die Hazard Removal in Form von Defog.
Ob wir das jetzt wirklich drücken, weiß ich nicht. Wir haben halt keine Boots drauf. Also wenn er Rocks rausbekommt, haben wir ein Problem. Das ist dann natürlich sehr, sehr belastend. Deshalb ist das Team auch eigentlich so ausgelegt, dass er niemals Free die Rocks kriegen würde. Also die ersten zwei Mons hier lassen das ja nicht Free zu. Wobei Morweil es natürlich mehr oder minder zulässt, weil ich eigentlich gegen Claydol immer switchen muss. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber naja. Wir haben dann ansonsten ein Max-Speed-Wishiwaschi dabei. Also nicht Max-Speed, sondern sehr speedy. Weil wir mit diesem Set ein Non-Speed-Radagon outspeeden, beziehungsweise nur ein bisschen Speed. Ich glaube, wir dürften 3 oder 4 Punkte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es 3 oder 4 waren. Ich glaube, 3 Punkte sind sogar nur. Radagon outspeeden. Ich wüsste nämlich ehrlich gesagt nicht, warum er Radagon irgendwie speedy spielen sollte. Er wird es riechen, dass ich das Flunkiefer schneller mache, würde ich jetzt sagen. Deshalb lohnt sich das eigentlich nicht wirklich. Und dann hoffe ich einfach, ich kann ihn mit diesem Wischiwaschi erwischen. Denn das Wischiwaschi hat Surfer, Eisstrahl, Schuppenschuss und Kehrtwende. Primär ist Wischiwaschi dafür da, neben Rotom Fan der zweite spezielle Breaker zu sein. Weil Throw zum Beispiel ein Mon ist, was halt sehr, sehr einfach physisch defensiv kommen wird. Radagon wird wahrscheinlich eher speziell sogar kommen, wenn ich so drüber nachdenke. Deshalb ist da auch der Schuppenschuss drauf. Denn wenn wir Radagon angechippt haben und dann sehen, oh, wir könnten mit Loser den Kill holen, können wir sogar Schuppenschuss drücken und uns einen plus 1 Speedboost mitnehmen, sodass Kapaloris danach zum Beispiel nicht schneller wäre. Und wir dann mit einer Kehrtwende als erstes angreifen und unser Loser den nicht direkt zwingend verlieren müssen. Wir müssen natürlich gegen Kapaloris immer gucken, dass er nicht Raindance drücken kann. Das Minus-Bedeff-Wesen ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich habe mich eher da gesehen, das zu entbehren. Weil Manectric uns sowieso komplett umjagt und wir eher in Geo-Test und Throw reinkommen. Also ich sage mal so, Wischiwaschis primäre Aufgabe ist es, entweder Throw oder Chadrago oder Weezingalar einfach richtig fett Chip-Damage zu geben, damit eigentlich Rotom Fan oder Sneasel mit ihrem nächsten Move garantierten Kill holen. Das ist auch so zum Großteil mein Gameplan in dem Match, dass die meisten meiner Mons, die gerade jetzt kommen, den Chip für Rotom Fan als auch Sneebel geben. Denn die können halt beide Air/Icicle Crash spammen, insofern natürlich Toracat nicht dabei ist. Das ist natürlich die Be Bedingung so ein bisschen für Sneebel. Dann haben die zwei eine realistische Chance zusammen. Ich muss natürlich auch noch irgendwie gucken, dass das Ludicolo nicht dazu kommt, einen Raindance zu drücken oder irgendein anderes x-beliebiges Mon, weil die sind alle dick, die was Raindance können, sind da natürlich sehr gefährlich. Und da hilft mir Wischiwaschi wieder. Wenn das auch nur ein Max-HP Radagon ist, was glaube ich kein krasses Bedeff-Investment, keine AV hat, können wir dank Nevermelt Ice ihn mit einem Ice Beam rausnehmen, was wunderbar ist. Ich bin hier noch am Überlegen, ob das unbedingt das Item meiner Wahl ist. Ich bin noch am Überlegen, das vielleicht zu ändern in einen Rocky Helmet oder eine Citrus Berry oder so. Andererseits, dieser potenzielle Ice Beam, dass ich den rausnehmen kann, finde ich schon ganz nice. Mystic Water wäre ansonsten natürlich auch nochmal eine Überlegung, dass unser Surfer mehr Damage macht gegen Throw und auch gegen Weezingalar, den wir ja logischerweise anchippen müssen. Deshalb bin ich da gerade am Überlegen, was potenziell besser ist. Eine Rindleberry lohnt sich dieses Mal auf dem Set nicht, weil wir haben halt auch ein Minus-Bedeff-Wesen und ich gehe nicht davon aus, dass ich das Matchup irgendwie so halten kann, dass Wischiwaschi aus irgendwelchen Gründen U-Turn krass gegen das Kapaloris drauf bekommt. Eine 33% Beere wäre ansonsten auch eine Überlegung, dass wenn wir da drunter kommen, wir garantiert noch in unserer Form, in unserer großen bleiben. Wobei mir das jetzt auch nicht mega viel hilft. Ich glaube, ich finde momentan die Citrus Berry ein bisschen angenehmer, muss ich gestehen. Weil ich eben auch in so Mons wie Throw und Radagon reinkomme, die mir halt ordentlich eins reinscheppern können. Und wenn ich dann ganz knapp überlebe, habe ich wenigstens die Citrus Berry, die sicher poppt. Und dann sollte das Ganze ein bisschen besser aussehen. Doch, die Citrus Berry gefällt mir, glaube ich, auf dem Set hier besser. Ich nehme dem damit jetzt gegen Drudigan so ein bisschen das Potenzial weg, aber Drudigan ist, glaube ich, noch von den defensiveren Mons. Also ich finde Weezingalar und Throw schlimmer als Drudigan wegzubekommen. Deshalb ist das, denke ich, okay. Ich hoffe, ich konnte das Schuppenschuss-Set einigermaßen erklären. Wir sind ansonsten natürlich Rash vom Wesen her, damit wir möglichst viel Special Attack haben und möglichst einen dick rausbuddern. Spielen auch Surfer anstatt Siedewasser, weil es kann sogar Guts Throw kommen. Schlimm ist, es muss ja nicht mal ein defensives Throw sein. Das kann einfach Guts offensiv sein und dagegen habe ich auch kein Switchen. Also, das sind halt alles ganz, ganz belastende Dinge. So, dann haben wir natürlich noch unser Sandama dabei. Sandama ist AV.
Wir haben bei Present letzten Spieltag gesehen, wie hart es in die Hose gegen Specs Manectric gehen kann, wenn man nicht wirklich einen guten Switch-In dabei hat. Und mein Team ist sowieso ein bisschen anfällig, muss ich gestehen, gegen Electric-Types. Dementsprechend musste ich dieses AV Zhandarma wieder mitnehmen und dieses Mal sogar noch tankiger machen, weil eben Specs Hitzecaller kommen kann und ich möchte immer, also ich würde immer zweimal Specs Hitzecaller leben, das heißt, ich kann da zweimal reinkommen. Und stehe dann noch und kann dann noch potenziell drauf reagieren. Wir spielen Erdbeben, Leech Life, Seismic Toss und Superfang. Ganz wildes Set. Ich muss auf jeden Fall nochmal checken, ob das legal ist. Das hat den einfachen Grund, dass Seismic Toss wirklich der beste Move ist, um Weezing Galar zu chippen. Ansonsten kriegt Zhandarma nicht wirklich einen besseren Move. Beziehungsweise er hätte Iron Head und Iron Tail. Da ich aber Rocky Helmet Weezing Galar für sehr wahrscheinlich halte, ist Seismic Toss besser. Denn zum einen muss ich da nicht auf eine Damage Roll gehen, zum anderen bin ich mir gerade nicht sicher, ob Geowulf überhaupt von Rocky Helmet gehittet wird. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber es geht mir primär vor allem darum, dass ich diesen konstanten Damage habe. Dass wenn er Weezing Galar, weiß ich nicht, rauswechselt in Drudigan oder so, dann macht natürlich Iron Head gefühlt gar nichts. Wir chippen uns dann auf jeden Fall mit Rauhaut und so an. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Ich glaube, Geowulf wird vom Beulenhelm gehittet, da bin ich mir unsicher. Ich würde es jetzt danach vielleicht sogar nochmal nachgucken. So oder so ist auf jeden Fall Geowulf der beste Move. Und wir spielen wieder Superzahn. Beim letzten Mal habe ich mich darüber aufgeregt und mir gedacht, warum habe ich Superzahn dabei? Knockoff wäre besser. In diesem Matchup finde ich jetzt Superzahn immer der Way to go, weil Throw und Drudigan nur eine Recovery-Möglichkeit in Form von Rest haben. Genauso wie Claydol. Weezing Galar hätte Pain Split, aber das ist jetzt. Das ist okay für mich. Und wie gesagt, wir wollen ja auf gerade diesen dicken Mods einfach richtig viel Chip und mit Superfang kriegen wir immer konstant 50%, die uns super weiterhelfen, weil dann sind die nämlich keine Switch-Ins. Weil sowas wie Sneeze kriegt es zumindest hin, roundabout 25 bis ein bisschen mehr als 25% gegen die zu machen. Und dann kommen die halt einfach nicht mehr in den rein und Sneeze denkt sich, gut, ein Kill zum Mitnehmen, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, sind wir dazu da, Specs Overheat und so abzufangen. Ich rechne eher damit, dass Flammenwurf kommt auf Manectric. Ich bezweifle sehr stark, dass er Hitzecaller spielen wird, gerade weil es auch missen kann. Und er eigentlich nur Flammenwurf braucht. Aber hey, Leech Life natürlich nochmal nice gegen Kapaloris und Claydol. Gerade gegen Kapaloris sehr nett, dass wir mit Superzahn vielleicht nicht die Misschance eingemissen. Und im Normalfall, wenn er dasselbe Kapaloris-Set spielt wie beim letzten Mal, das war, glaube ich, nur ein bisschen HP-Investment, modest ansonsten und relativ speedy. Würden wir dem roundabout 50% machen, was schon mal sehr gut ist. Zum Schluss habe ich lange überlegt, was für ein Kangama-Set ich spiele, beziehungsweise ob ich hier nicht Garbodor hinsetze. Im Endeffekt habe ich mich dann für Kangama entschieden, weil Kangama ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, speedy unterwegs zu sein. Wir würden mit dem Teil, glaube ich, immer Claydol sogar Max Speed outspeeden, meine ich. Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Ja, tun wir. Dementsprechend haben wir da schon mal einen riesen Vorteil. Wir spielen Fake Out, Fassade, Double Edge, Sucker Punch mit Silk Scarf. Auch hier bin ich noch ein bisschen am Schwanken, ob ich nicht lieber ein Erdbeben dazu packen will, weil ich ein bisschen die Angst habe, dass ich mich ein bisschen underpreppe gegen das Relikant. Ich denke aber, Relikant sollte mit dem Team trotzdem noch gehandelt werden können. Der einzige Grund, warum wirklich Relikant in meinen Augen nervig für das Team ist, ist, dass der mein Air-Slash-Spamming ein bisschen weniger macht. Aber naja. Zu Kangama, um das kurz zu erklären. Kangama kann defensiv nicht wirklich viel machen in dem Matchup. Ich habe überlegt, ob ich so Wish mache und so, was gegen sowas wie Weezing funktioniert hätte und so. Also es ist nicht so, als würde Wish nicht funktionieren. Allerdings kommt halt immer Throw rein und ich muss immer gegen Throw wechseln. Throw drückt Circle Throw, dann kriege ich irgendwas rein, was ich eigentlich nicht reinhaben will. Und dann denke ich mir, ich kotze im Strahl. Deshalb ist die offensive Variante hier meiner Meinung nach das Beste, was ich machen kann. Mogi-Heap ist erstens super nice für Kapaloris, gerade wenn er Regen spielt und Sucker Punch, also diese Doppel-Prio ist sehr, sehr gut. Zweitens können wir mit unserem Normal-Spam eigentlich auch ganz gut angreifen, wenn natürlich das Relikant nicht dabei ist. Wir kriegen zwar keinen Two-Shot auf sowas wie Throw, aber wir kriegen halt so viel Damage, dass wir ihn entweder zum Resten zwingen oder dass wir halt so viel Damage wieder haben, dass er nicht in zweimal Icicle Crash danach reinkommt. Weil Icicle Crash macht, glaube ich, so circa 30% auf Throw. Wenn wir da so 35er bis 40er% Kangama, also einen Angriff von Kangama reinscheppern, ist das auf jeden Fall sehr gut.
Genauso bei Weezing und so. Was mich halt die ganze Zeit an Kangama gestört hat, ist, Kangama frisst halt immer Rocky Helmet Chip, egal was ich mache. Ich hätte da auch Seismic Toss spielen können, aber wenn ich Silk Scarf spiele, ist das so sinnvoller. Fassade ist natürlich dabei, falls ein Will-O-Wisp Toxic T-Spikes oder sowas liegen. T-Spikes werden potenziell auch super nervig. Also, Kusha hat richtig viele Möglichkeiten, mir richtig hart auf die Nerven zu gehen. Also, Restock Froh sehe ich halt. Ich sehe einen Bulkied Ruddigan mit AV, T-Spikes auf Weezingalar und dann halt drei Coverage Moves: Flammenwurf, Donnerblitz, Strange Steam. Manectric habe ich schon erklärt. Ludicolo, wie es kommen wird, habe ich erklärt. Claydol potenziell, Spideff, Rocks, Teleport, Body Press, Psychic oder sowas oder Earth Power halt. Kann er sich dann aussuchen im Endeffekt, vielleicht auch Psychic plus Earth Power oder so, ich weiß es nicht. Sehe ich halt, den Rest sehe ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Ich hoffe, er kommt auch nicht. Wie gesagt, also Relikant wäre halt super nervig. Ich wüsste halt echt nicht, welchen Move ich von Kangara runternehmen soll, muss ich gestehen. Ich könnte die Fassade runternehmen, aber ich habe halt auch, ich habe in diesem Team nicht wirklich einen Switch hin. Das heißt, irgendwas muss ich auch in Weezing reinwerfen und Winner Willowed oder so. Gegen das Morweil, auch wenn ich ihn eigentlich sehe ich nicht, dass er ein Will-O-Wisp auf Weezingalar spielt, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe den eigentlich nicht. Deshalb überlege ich gerade, ob ich die Fassade einfach weglasse und einfach nur auf Double-Edge baue. Und dann zumindest sollte dieses Relikant doch meinen mitzukommen, ein EQ habe oder vielleicht Drain Punch sogar spiele. Damit wir nochmal ein bisschen Recovery haben. Wir würden damit auch nochmal Gaunux hitten und auch Dummisel. Das finde ich eigentlich nicht verkehrt, muss ich gestehen. Ich glaube, das finde ich sogar besser. Ja, ich denke, das ist es dann. Kriegen wir potenziell nochmal Recovery. Das ist vielleicht ganz nett. EQ bringt mir halt nur was, wenn er Neutralizing Gas spielt und ich sehe ihn nicht wirklich auf Neutralizing Gas, weil Neutralizing Gas blockiert jetzt nicht unbedingt irgendeine Fähigkeit, wo er sich denkt, oh, die müsste ich aber jetzt zwingend blockieren. Maximal Sheer Force. Das war's eigentlich auch schon. Deshalb, ich glaube, das passt so. Ja. Ja, ich könnte. Ja, nee, das passt so. Weil ich glaube, sogar Silk Scarf Double Edge könnte sogar stärker im Endeffekt sein als ein Erdbeben. Ist halt nur der Vorteil, dass es kein Kontaktmove ist. Das ist halt die einzige Überlegung, warum EQ nochmal nice wäre. Aber ich denke. Ich denke, das ist das Team jetzt, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass eine Fassade, dass ein Will-O-Wisp kommt. Er wird halt eigentlich, wenn, immer Toxin spielen, weil er will das Teil immer toxinisieren. Ein Willow lohnt sich im Endeffekt fast gar nicht, weil es gibt wenige Monster, die er wirklich Willowen möchte. Ich glaube, auf den meisten will er sogar wirklich das Toxin, wenn überhaupt, haben. Ja, wobei Willow geht, weil Phalanx ist noch in meinem Team. Aber Phalanx sieht halt leider nicht so wild aus wegen dem Weezingalar. Und dem Claydol, was in Speedtail kommt. Ja, wenn er Willow spielt, dann ist es so. Ich sage jetzt einfach, ich finde offensiveres Weezingalar mit T-Spikes sehe ich eher als das Will-O-Wisp-Set. Ich werde, glaube ich, nochmal offscreen nachgucken, ob er Will-O-Wisp auf seinem Weezing letztes Mal gespielt hat. Ich denke, er wird es dieses Mal auch nicht tun, wenn er es letzte Mal nicht getan hat. Weil, wie gesagt, er will halt Donnerblitz haben, er will Strange Steam haben. Und er will vor allem Flammenwurf haben. Also, und dann ist der letzte Slot halt noch frei. Da kann halt auch zum Beispiel ein Taunt drauf sein, damit der Restock Wischiwaschi auffällt. Ich glaube sogar eher, dass Kusha jemand ist, der nicht gegen Restock Wischiwaschi in irgendeiner Form verlieren will. Und da dann lieber den Taunt draufpackt. Wobei er eigentlich möchte, dass ich Restock drücke, wenn ich Wischiwaschi bringe, damit Ludicolo Dings bekommt. Ist auch egal, das ist das Team. Sollte ich nochmal was ändern, dann wird es jetzt hier hinten dran geschnitten sein. Ich rechne nicht damit. Ich bin gespannt, wie der Kampf wird. Ich würde natürlich super gerne den Sack zumachen, denn wenn ich den Spieltag gewinne, dann kann mich niemand mehr einholen. Dann habe ich automatisch gewonnen. Es ist kackegal, wie niedrig ich gewinne. Ich bin dann der Champ, beziehungsweise habe gewonnen. Es wird aber eine lächerlich knackige Nuss. Also Kusha ist ganz schwieriger Kandidat. Der hat wirklich, meiner Meinung nach, absolut das Matchup. Und das ist super schwierig für mich, das zum Spielen. Also, ich gebe mein Bestes und ich denke, mit dem Team haben wir die besten Siegeschancen. Gegen mich, was ich gerade gesehen habe, ein Will-O-Wisp Frostless dabei. Und ich halte das, beziehungsweise Will-O-Wisp oder Toxic auf Kangama abzubekommen, für wesentlich wahrscheinlicher, als dass Relikant mitkommt. Deshalb, ja, gehe ich den Gamble jetzt doch lieber mit Fassade ein und hoffe einfach,
Dadurch auch, dass ich den sehr wahrscheinlich in Breezing Galar, wenn es da ist, reinwerfen werde, dass wir da einfach vielleicht sogar wirklich Will-O-Wisp werden, das wäre optimal. Was heißt optimal? Dann wird mein Fakeout schwächer, also optimal nicht, aber dass wir vielleicht getoxt werden und dann einfach mit Fassade richtig dick knüppeln können.